Wir sehen jetzt den Monitor von Playbeats. Ach ja, scheiße! Scheiße! Oh nee! Oh Gott! Wir werden gar nichts zeigen. Hier wird schwarz eingeblendet. Hallo und herzlich willkommen zu Bock auf ein Game. Let's play Rocket League mit Playbeats und El Capitano. Ich weiß nicht, wer fährt. Ich fahr los, Mann! So. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaut habt. Ja, wir können ja mal schön sagen. Das ist wirklich schön. Mann, Alter. Ja, nein. Alter, es ist immer dasselbe. Ja, immer dasselbe, immer dasselbe. Übrigens, wer bis hierhin geschaut hat, kann uns ja mal ein Däumchen nach oben geben. Wer bis hierhin geschaut hat? Wow. Ja, wer bis hierhin, ja, warum nicht? Ja. Und wer bis hierhin geschaut hat, kann uns ja mal einen Kommentar da lassen. Wieso ist mein Bild eigentlich so derbe dunkel? Das nervt mich zu Tode. Ach so, man kann ja mal sagen, eine Neuerung ist, wir sehen jetzt den Monitor von Playbeats. Ach ja, scheiße! Scheiße! Oh nee! Oh Gott! Wir werden gar nichts zeigen. Hier wird schwarz eingeblendet. Forever. Ever, ever? So, oh ja, Gott, Katastrophe, okay. Was ist denn los mit uns? Mann, Alter, geh mir aus der Leitung. Alter Schwede, ey. Das ist ja eine Kassel. Nee, genau, wir haben uns überlegt, wir zeigen euch einfach mal den Monitor vom Playpete, weil meine Freundin mein HDMI-Kabel mitgenommen hat. Man kann es ja mal Hast so sagen. Hast du das gesehen? Yay! Hey, was für eine Parade! Genau, die hat einfach mein Kabel mitgenommen und deswegen sitze ich hier quasi auf dem Trockenen. So, ja, was toll. Ist denn in der Was-ist-was-Welt eigentlich so los? Du bist doch Mr. Ich war ein bisschen faul. Ich war ein bisschen faul die letzte Zeit. Ich habe viel zu tun gehabt und habe auch nur so stichwortartig in meine Was-ist-was-Bücher reingeschaut. Fuck. Digi, kein Akku, kein Akku. Wie kein Akku? Du hast keinen Akku? Digi? Kein, wie heißt denn das? Turbo. Kein Turbo. Mann, jetzt geh doch mal weg. Turbo-Booster, nein! Ey, was ist denn los, ey? Er hat einen Hattrick gelandet, ey. Ja, also ich hab noch einen. Du wolltest eine Geschichte erzählen, faul bist du gewesen. Ja, ich bin faul gewesen, aber ich hab noch einen Fakt. Wir hatten ja schon mal das Thema Elefanten, du weißt ja, sie wachsen lebenlang, ne? Ja, und auf, ey, Digi. Warte, ich muss hier unterbrechen, ne? Das Video, was der Mike uns geschickt hat. Ja. Dieses mit dem Elefanten, das ist ja wohl, ich hab mich kaputt gelacht. Das ist wohl die geilste Szene ever, Alter. Ey, was? Nein, oh nee, ey, Alter, ich träume auch von mich hin, ey. Können wir bitte nicht meinen Bildschirm zeigen? Bitte nicht meinen Bildschirm. Können wir bitte nicht meinen? Naja, meinen können wir nicht zeigen. Alter, so schlecht. Aber was ich erzählen wollte, dieses Video, was Mike geschickt hat, ne? Ja. Das ist eine Szene aus diesem, ich glaube, mein Bruder der Spion oder so? Wie heißt denn das? Mit diesem Elefanten? Wo die sich in dem Elefanten verstecken. Ja, ich weiß. Vor den anderen Typen. Ja. Und dann kommt der andere Elefant und bumst den. Und die hängen da drin fest. Ey, ich hab mich so weggeschmissen. Ich hab Tränen gelacht. Ich würde es euch so gerne einblenden. Hier dürfen wir natürlich aus rechtlichen Gründen nicht. Ihr müsst mal gucken, es gibt's bestimmt bei YouTube. Die Elefantenszene von meinem Bruder der Spion oder ich und mein Bruder. Ich weiß es irgendwie nicht genau. Mit hier Sacha Baron Cohen. Den Borat-Typen ist so eine grandiose Szene. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Ja, und ich habe auch gleich Tränen. So, aber sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest eine geile Szene erzählen. Oh, Alter. Ja, das ist gut. Ja, ich wollte noch was hinzufügen zu den Elefanten, die da halt ein Leben lang wachsen. Ja. Was Elefanten auch ein Leben lang nicht machen können, ist zum Beispiel springen. Elefanten können nicht springen. Stimmt. Ja. Aber die können exzellent schwimmen, ne? Oh, ey, müssen wir wirklich mal ein Bildschirm zeigen? Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Ja, müssen wir. Scheiße. Achtung, oh nee. Oh. Ja, die führen 4-1. Kennst du noch wegen Schwimmen, Elefantenschwimmen, kennst du noch, es gab mal diese Werbung mit Scheiße? Digi, das ist, ich weiß nicht, was Alter, ich mache. Glanzparade. Ich bin out of control. Ja, wir müssen erstmal wieder reinkommen hier. Ja. Reinkommen. Es gibt so eine Elefantenwerbung. Ja, nein. Komm, mach was. Yes! Was für eine Parade. Es gab so eine Elefantenwerbung, wo, ich glaube, es ist für Coca-Cola oder sowas, wo so ein Elefant schwimmt.
und dann die Cola klaut und dann schwimmt er einfach wieder weiter. Und ich glaube, er lässt als Bezahlung zwei Erdnüsse da. Großartige Werbung auf jeden Fall. Oh, dann du fährst ja. Falls ihr die kennt, könnt ihr das ja auch mal schreiben, falls ihr irgendjemand kennt. Ich habe die mal in so einem die lustigsten, es gab es auch mal eine Zeit lang so die lustigsten Werbung der Welt oder sowas. Das war eigentlich immer ganz witzig. Mach. Yes. Die lustigsten Werbung okay, der Welt. Okay, 3, 4. Ja. So, jetzt müssen wir aber auch hier... Was ist mit der Uhr da hinten eigentlich los? Hast du die Uhr schon mal gesehen? Ja, die dreht durch, wenn man ein Tor schießt, ne? Oh, fuck. Oh, shit. Aber das passt doch zu meinem Auto, diese Uhr. Die. So, weg damit. Das Geile ist, ich muss einfach hinten hinter dem Rücken immer fahren. Dann sieht man mich in der Aufnahme nicht. Das ist eine gute Idee. Aber er macht den Nox, Swift. Macht den Nox. Oh Gott. Der ist für mich... Nein! Scheiße, der geht aber daneben. Ich bin tot. Aber jetzt schnell hinter. Ich bin tot. Ich lebe wieder. Scheiße. Ich hab... Ja, sehr gut. Ich hab kein Turbo. Kein Turbo-Boost. Oh, nee, ich hab mich gut verschätzt. Nein. Was macht er? Oh, alle zusammen. Bist du da irgendwo? Ich bin irgendwo da. Wo bist du denn? Oh Mann, was macht er denn? Hast du eigentlich mal einen Elefanten in freier Wildbahn gesehen? Ja, hab ich. Ich saß auch schon mal auf einem. Nein! Doch, wirklich. In Thailand, oder wo? Ja, da saß ich mal auf einem. Aber ich fühle mir, das ist karmamäßig nicht cool. Ey, Digga, das ist voll die Quälerei. Ja, es tut mir leid. Ich werd's nicht wieder machen. Scheiße. Ja, das ist echt die miese Quälerei. Aber es gibt doch irgendwo in Thailand, oder ist das in Vietnam, gibt es doch so einen Ort, wo Elefanten schwimmen. Also wo die so immer schwimmen gehen. Scheiße, bist du da? Elefanten gehen gern schwimmen. Ja, nein, aber das ist dann irgendwie so eine Insel oder so ein Ort, wo die relativ viel schwimmen. Ja. Nein, der steht immer im Weg, ey. Das Ding ist, ich spiele ganz anders, jetzt wo ich weiß, dass mein Bild aufgenommen wird. Nervöser, oder was? Ja, irgendwie versuche ich... 30 Sekunden, mach was draus. Ein gutes Bild abzuliefern, was überhaupt oh Gott. Nicht klappt. Ja, bei mir klappt auch überhaupt nichts gerade. Nein, ey, ich bin von der Spur ab. Nein! Oh, nee, wo geht der denn hin? Mann, immer ist jemand anders dran. Ja, scheiße, schade. Was macht er denn? Das war's. Oh Mann, ey. So ein Scheiß. Das war's schon? Oh Gott. Ja, das war's leider schon. Aber wir haben wieder eine Menge über Elefanten gelernt. Ja, toll, oder? Das war eigentlich ganz cool. So, was bin ich denn? Liga runter. Oh, jetzt bin ich schon wieder Liga 4. Immer noch Prospect 1. So eine Scheiße. Richtig ätzendes Game. Schade, aber danke, dass ihr so treu bis zu diesem Schluss geguckt habt. Ja, vielen Dank. Könnt ihr auch mal abonnieren vielleicht? Man sieht mal wieder, dass ich der Ping-Sieger der Herzen bin. Also nicht nur der Herzen, sondern auch in Reality. Und mir schickt jemand die ganze Zeit Einladungen hier. Ja? Wer ist denn das? Ja, ich kann leider nicht, wir nehmen auf. Es tut mir leid. Wenn es einer von unseren Abonnenten ist, sorry, ich kann gerade wirklich nicht. Cool. Matteo, liebe Grüße an Matteo. So, dann würde ich sagen, schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Bock auf ein Game, let's play Rocket League. Oder wie hat der, ey, Pete, wie hat der eine Typ das noch gesagt? Ja. Ach so. Wir haben pass auf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er ein Abonnent von uns ist, aber der hat auch einen Kanal. Und auf diesem Kanal spielt er auch Rocket League und er sagt dazu aber, er sagt Rocket Lego. Genau, Rocket Lego. Lego, ja, kann man aber so aussprechen. Also. Aber genau, wir gucken halt wirklich eine Menge anderer Let's Plays. Deswegen sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.